Oh, was geht? Wunderschönen guten Tag. Zurück zu Nightmares from the Deep. Das verfluchte Herz. Wollen wir hier noch spielen? Timer. Very, very, muy, muy importante. Hier haben wir einen... Also letztes Mal haben wir mit dem Wimmelbild aufgehört. Und hier haben wir einen wunderschönen Ofen. Der mit Kohle gefüllt werden muss. Befürchte ich. Gehe ich von aus. Und das läuft, Junge. Guck dir das an. Neue Aufgabe. Jetzt müssen wir ja auch noch anfangen, irgendwelche Scheiße zu kochen oder so. Der Topf ist im guten Zustand, der könnte noch nützlich sein. Naja. Aha, okay. Wir brauchen Wasser, Rum, Limon und Gewürze. Okay, das kann nicht so schwer sein. Hier ist ein Eimer, habe ich schon gesehen. Oh ne, das ist anders, aber auch gut. Alter, wo man hier überall hingehen kann, das ist ja unnormal. Wie groß ist das Schiff? Das ist ja der Wahnsinn. Ich habe jetzt schon wieder total die Orientierung verloren. Ich gehe von einem Raum im nächsten, den nächsten, den nächsten. Die Waren werden von einer dicken, stabilen Kette geschützt. Wohl kaum. Okay. Kann man da nichts mit tun? Habe ich irgendwas im Inventar, wo ich sagen würde? Die Tür wird von Gegenständen blockiert, aber ich kann sie mit Hilfe der Kiste freiräumen. Ich muss jeden Gegenstand an seinen Platz zurücklegen, damit sollte der Weg frei sein. Aha. Okay, ja, das kann ja nicht so schwer sein. Das dauert halt nur ewig. Was soll das denn hier sein? Okay, was ist das denn alles, Alter? Keine Ahnung. Nicht? Dann hier. Eine Pistole. Die Pistole kommt hier hin. Nein. Nicht? Wo kommt die denn dann hin? Da verarscht mich. Natürlich kommt die da hin. Hä, bist du behindert oder was? Der Anker. Da habe ich einen neuen Schatztruhen gefunden. Neue Stiefel habe ich gefunden. Hä? Wenn ich das ablege, gibt es vielleicht keinen Platz mehr für einen anderen. Ach Gottchen. Hier kann man auch noch... Oh. Das heißt, manche Sachen sind vielleicht gar nicht am richtigen Platz. Das wäre aber auch mies. Na egal, wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir kommen. Scheiße, Alter. Ein Hackebeil. Was ist denn da noch? Ah, da. Nein, irgendwas ist falsch. Oh. Also das hier ist alles wertvoll. Das könnte stimmen. Hier ist Kleidung. Das heißt, der Stiefel gehört da nicht hin. Und die Wumme gehört hier hin. Oh. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, jetzt fail ich wieder aufs Übelste. Munitionslager. Ein Wimmelbild. Schon wieder. Machen wir direkt. Ein Klickgeral. Offenes Vorhängeschloss. Ist zu. Aber da müssen wir erst einen Schlüssel haben. Ja, okay. Geladenes Gewehr. Ist wahrscheinlich nicht geladen. Nicht geladen.
Womit laden wir das denn jetzt hier? Haben wir denn hier Schießpulver oder so? Handschuhe? Ah, okay, für ein Zitteraal. Fischskelett. Bom. Ah, guck. Alles klar. Fischskelett. Meiner Meinung nach, wollte ich gerade sagen, kann das nicht so schwer sein. Ein Dreizack ist auch relativ groß. Ein Hammer. Da ist der Hammer. Eine Laterne. Ein Meißel. Ein Meißel? Da ist der Meißel. Stiefel. 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 Ein Anker. Kann auch nicht so schwer sein, oder? Da ist der Anker. Und eine Sichel. Die habe ich auch schon gesehen, meine ich. Da. Guck, haben wir tatsächlich direkt geschafft. Und wir haben etwas Nützliches gefunden. So, you haven't been captured yet. I can tell it won't be long before Captain Remington takes care of you once and for all. You'll follow in the footsteps of your daughter. Just wait until we get to Skull Island, to our fortress. I bet Remington's plans have something to do with that other woman, the Countess, who appeared among us centuries ago. Now scram your bad luck charm. My wooden limb is itching, like there's something in it that I can't reach. Okay. Vielleicht kommen wir tatsächlich noch eine Insel oder so. Das wäre auch fresh. Sonst? Wieso kann man denn jede Laterne anklicken? Das ist auch wie eine Kanonenkugel haben wir bekommen. Schießpulver ist nass und verklopft. Das haben wir schon gelesen, Mann. Okay, ich glaube, hier können wir jetzt gerade nichts tun. Oder doch, warte mal, der hat nochmal geglitzert, aber... Aha, guck. Die Holzprothese ist innen hohl. Ich muss herausfinden, was sich darin befindet. Ja, wie soll ich das machen? Mit einer Kanonenkugel. Bist du behindert oder was? Hier, ach hier, guck. Ich brauche etwas Kleines, um dieses... Da ist ein Schlüssel, an dem wir nicht rankommen, Leute. Das ist ja vielleicht scheiße. Ich habe jetzt gedacht, wir können auch... Mann! Ich glaube, da komme ich jetzt aber wirklich nicht ran. Vielleicht kann ich jetzt aber... Nein. Aber damit. Ah. Smitty, du dreckiger Drunkenbold, höre auf, mein Zeug zu stehlen. Ich habe meinen Schrank zugekettet. Du musst schon ein Alchemist sein, um meine Eisenkette zu schmelzen. Na, wer lacht jetzt? Ich schätze mal, da kommen wir so auch nicht weiter. Wir brauchten Wasser irgendwie oder so, ne? Das Fass ist immer noch mit Wasser gefüllt. Ich brauche nur einen Halm. Ein Halm? Was für ein Halm denn? Vielleicht können wir aber jetzt... Ah ne, hier können wir glaube ich erstmal nichts tun, ne? Naja, es fehlt noch die eine Flasche von dem Spacko da. Komm, ich gebe dir zwei Dublonen. You again? Why don't you leave old Smithy alone? Oh, you fancy his shiny fluid? Well, I accept bribes. I'm quite thirsty. Get me some grog, and I'll give you this rare bottle of chemicals. Eine leere Flasche. Okay. Ich weiß gerade nicht, was ich machen muss. Also,
Haben wir da überhaupt? Achso, hier ist das, ja. Okay, kommen wir sowieso nicht weiter. Wie, hä? Aber wir haben da noch nicht gar nicht alle Schlüssel. Ja, genau. Ja, okay. Das ist schon nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ja, das kann ich auch dahin bringen. Ist mir schon klar. Ich habe sogar zwei davon. Ja, aber einer fehlt ja noch. Muss man die jetzt auch noch drehen oder so? Ich muss alle drei... Ja, okay. Dann... Hä? Mein Gott, ey. Mom, you have to help me. The pirate is heading for some forgotten Caribbean island. Beware! Alter! Boah! Das ist schon heavy manchmal, also es ist wirklich... There's something heavy on top of the planks. I can't move them. Also, es ist manchmal doch schon etwas... Ach so, Nice. You can't move them. Meine Fresse, Alter, ey. Okay, das ist eine Art Schloss. Die Farbe einer Juwelenhelfe entspricht der Farbe des angrenzenden Seestern-Dingsbumses Arms. Was wohl passiert, wenn die Juwelen aus einer Farbe bestehen? Dann wird sich höchstwahrscheinlich diese Tür öffnen. Mal eben gucken, grün, gelb. Wenn ich hier so. Hallo? Na, aber hallo, Ross. Kapitänskajüte ist das sogar. Da haben wir wieder ein Wimmelbild. Sollen wir das noch machen? Jo, was ist mit dir los? Komm, das machen wir noch. Papageienschädel. Hier sind gar nicht so viele Items. Ach, scheiße, hätte ich mir nichts gesagt. Papageienschädel. Rotes Tuch. Tintenfisch. Wo ist denn der Tintenfisch? Tintenfisch, ich sehe ihn nicht. Sehe ich nicht, ich bin ein Fisch. Was ist das? Nichts. Egal, weiter. Elfenbein. Was war das? War das Elfenbein? Teleskop. Teleskop. Oder? Oh Gott, wir müssen echt aufpassen, weil hinter den Türen sind auch noch Sachen. Reagenz? Da. Diadem. Ein Diadem. Flasche. Spiegel. Zigarre. Zirkel. Hahn. Hm? Hahn? Das ist aber der größte Tintenfisch. Ein Hahn? Was für ein Hahn? Ein Kikiriki-Hahn? Oder ein Hahn zum Spannen? Oder... Tricky, 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 man. Ja, vielen Dank.
Der Knauf fehlt, vielleicht kann ich ihn mit einem runden Objekt ersetzen. Ne, den Hahn werden wir für was anderes brauchen. Das werden wir nicht jetzt machen. Das machen wir in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder so weit, dass ich mich bedanken darf, dass ihr zugeguckt habt. Da sind wir jetzt wieder angekommen. Ja, halt die Schnauze, ey. Ich find's ganz toll, dass ihr da wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder rein. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssen!